Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. In der letzten Folge haben wir erfolgreich rumgefailt. Wie immer, ne? Ich habe gerade schon 30 Minuten aufgenommen. Bin immer durch doofe Eigenmissverschulden gestorben, aber heute zock mal wieder eine Runde Large March und diesmal versuche ich mich besser anzustellen. Ich zock übrigens nicht mehr mit Controller, weil der mir das letzte Mal echt die Nerven geraubt hat. So, ein Schlüssel haben wir schon, Large March. Kurze Erklärung für die, die es nicht wissen. 2 Goldräume pro Ebene, eine riesig große Ebene, quasi 2 normale Ebenen. Aber naja, ich bin schon nicht bei diesen Pissgegnern hier. Oh. Weißt du, einer ist ja nicht so schlimm, aber wenn da 2 kommen und er sich suizidiert, dann habe ich kein Problem damit. So, kriegen eine Bombe und ein Silberherz rein. Bei diesen Fleischklumpen komme ich echt nie mit klar. Ich müsste echt Glück haben irgendwann mal. Gut, die Teile gehen dann noch. Na, du bist aber auch ein Frecher. So. Den grünen schalten wir noch nicht aus, oder? Doch, übernehmen wir den. Hätten die noch schnellere Schüsse, ey. Wow. Irgendwie, ich habe mich gerade voll erschrocken vor irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Irgend so ein Knackgeräusch. Naja, weil ich mich hier gerade voll konzentriere. So. Ah, Mann, aber langsam geht's besser mit meinem Skill im Spiel. Ich habe nicht mehr so viel Pech. Gerade hatte ich übrigens schon Pillen bekommen. Zweimal lag ab. War cool. So, jetzt. Komm, 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 komm. Ja, und jetzt habe ich schon wieder Fail Down, würde ich sagen. Fail Up meine ich. Was macht er denn da? Er bleibt erstmal stehen und chillt da oder was? Hier, komm. Nix da. So, zack, zack. Zack und zack. Gut. Wie spät haben wir es? Ich habe nämlich schon ganz schön Zeit vertrödelt. Ach so, 10 Uhr. 11 Uhr, so was. Geht ja noch. Hab ja erst um 9 Uhr angefangen. Na, du bist aber auch kein freundlicher, du. Hep, na, was willst du denn von mir, mein Freund? Und Kupferbrecher, Becher. Na, komm auf. Ich versuche dich mal ein bisschen vorsichtiger an die Sache dran zu gehen. Weil das ein bisschen besser wäre, finde ich. Nein. Zack. Immer schön auf die Schüsse achten, sage ich nur. Zack. Dann klappt das vielleicht auch von selbst. Ich habe übrigens gerade schon 3-mal neu starten müssen, weil ich in den Keller reinkam und ich so was von keinem Bock auf diese hässlichen Dreckspinnen hatte. Ich habe, ohne Witz, ich habe kein Problem mit den Binding of Isaac Gegnern, aber wenn es um Spinnen geht, ey, dann ist für mich der Spaß vorbei. Die sind sowas von ekelhaft. So, und du stirbst jetzt auch an einem spontanen Selbsttod. Wir haben einen Schlüssel. Wir gehen jetzt erstmal zum Goldraum, würde ich sagen. Wenn ich dir finden würde, hätte ich den Kompass, dann könnte ich die ganze Ebene kurz abforschen. Aber da wir keinen Kompass besitzen, weil wir arme Isaacs sind, müssen wir halt einfach uns so durchkämpfen. Apropos Goldraum. Lalala. Das Spelunker-Helmet. See two doors. Sehr schön. Jetzt kann ich ja immer den Geheimraum sehen. Ich glaube, galt das auch für den Supergeheimraum? Und warum zum Teufel wird der normalerweise doch immer offen sein, ne? Weil wann muss ich denn noch den Geheimraum aufsprengen und sowas? Naja. Ich hoffe, wir finden noch Bomben, dann hole ich mir erstmal den Geheimraum. Wenn ich den Supergeheimraum finde, dann bin ich ein sehr glücklicher Isaac. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Weil der ja auch noch was richtig Nices drin sein kann. Oder auch wieder was richtig Scheißes. Aber in der Regel glaube ich immer irgendwas Gutes mit etwas Glück. Na, du Vertikalschießer? Ne? You cannot pass. Was? So, kriegen eine Truhe mit einer Bombe drin, gehen direkt in den Geweinraum. Geheimraum. So, geht rein. Na, Guida, ist klar bei dir. Danke für deine paar Münzlein. Hätte ich jetzt einen Schlüssel, würde ich noch den Shop besuchen, weil ich schon 17 Münzen habe.
Aber da ich keinen Schlüssel besitze und sich der Ebene langsam dem Ende zu bewegt, was schlüsseltechnisch angeht und auch bombentechnisch, naja, müssen wir halt uns mit einem Goldraum durchkämpfen. Aber es ist irgendwie nicht gut, weil manchmal kriegst du richtig gute Sachen und Springspaten. Und die sind sowieso die besten hier. Zum Glück sind das nicht diese einen, die einen verfolgen auch noch, ey. Die mag ich überhaupt nicht. Ich habe ja nichts gegen Räume, wo die Gegner sich definitiv selbst ausschalten. Gut, ich habe keinen Schlüssel. Keine Bombe, meine ich. Ah, und dann fliegt der auch noch so doof. Naja. Lass mich raten. Speed up, ja auch gut. Die können nix. Das ist das Gute an denen. Zumindest nicht. Hier können sie nichts, weil sie keine Blase um sich drum haben. Aber ich glaube, das ändert sich später noch. Spätestens in The Womp. Mhm. Allein wenn ich mir den Namen noch anhöre, muss ich wieder kotzen. Naja. Schalt mal erstmal hier den Hauptverdächtigen aus. Dann kommen die Zeugen dran. So. Huch. Nee. Ah, ich habe zu spät reagiert. So. One left. Zack. Kriegen endlich einen Schlüssel, womit wir den Goldraum besuchen können, wenn wir ihn finden. Wahrscheinlich ist er jetzt hier. Gut geraten. Ja. Ist ja ein offenes Geheimnis, ne? So, kriegen noch einen Schlüssel, das ist nur empfehlenswert. Deck of Cards. Zack. The Emperor. Ich habe keine Ahnung, was die Karten bewirken. Nie. Achso, bringt uns direkt zum Geheimraum auch gut. Zum Bossraum. Finde ich nur empfehlenswert, wenn man sowieso schon Suizid begehen will. Aber Larry Junior ist ja okay. Ich glaube, wer mir lieber, der frisst gerne Bomben, der hat Hunger auf Bomben. Little Chappy. Chappy. So. Monstro. Monstro. Nee, das ist Larry. Larry Junior. Es gab auch, glaube ich, Chappy Junior, ne? Nee, das war Gertie Junior, genau. Die Taktik bei dem Boss ist ausweichen. Und wenn er einen einmal gepackt hat, dann wird er erstmal einen mitgeschoben. Naja. So. One left, würde ich sagen. Ich gehe gleich auf jeden Fall im Shop noch rein. Goldraum haben wir jetzt auch. Wow, das war ein bisschen knapp, mein Freund. Wenn man auf die hinteren Glieder schießt, ist das auch nicht zu schlecht, würde ich sagen. Oh. Der ganze Raum ist schon voller Kacke. Kriegen eine Krone, den Pegante Boy, ne? Ein paar Münzen kriegen wir dafür. Hm. Deck of Cards, ja gut. Nee! Geil. Das geht auch noch, Mann. Aber ich habe keine Bombe, nein. Ich habe aber noch einen Schlüssel. Ich kann mit dem Spelunker-Helm echt jetzt den super Geheimraum finden. Wie cool. Den werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Was haben wir da oben noch? Irgendein Teil. Ich schau da gleich nochmal vorbei. Ich könnte mir die Batterie holen. Und die Bombe. Und das Herz. Okay, machen wir. Batterie, Item Recharge, geht schneller. Hol ich mir die Bombe extra für den Geheimraum. Und das Herzleim. Einfach damit ich ein bisschen mehr Leben habe. Und ich höre die Müll ab vom Hintergrund. Nein, es ist noch keine Zeit, mich abzukommen. Wie wollen sie doch nicht selbst wissen, ne? Bist du dumm, ne? Ja, genau, weiß ich. Ne, auf jeden Fall, Leute. Sieht bis jetzt ganz witzig aus, die Runde.
gut. Nee, Alter, wie geil ist das denn? Ein Raum voller Fleisch habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ein Raum voller Herzen. Übelst nice. Er wurde ja schon die Theorie aufgestellt, immer so irgendwie vor den Bossräumen immer irgendwie die Ultrageheimräume. Und anscheinend stimmt das auch. Zumindest habe ich das jetzt auch so erlebt. Gemini. Naja, den finde ich jetzt nicht so schlimm wie gerade Steven. Ich werde das aber nicht in die Aufnahme reinnehmen. Muss ja auch ein bisschen flüssig voranlaufen, das Spiel. Ich habe keinen Bock auf so übelst lange Spät. Genau, Batterie-Recharge macht der folgendes, dass man während des Kampfes sogar Batterien auflädt. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Schon wieder? Lol. Nice. Okay, jetzt ist er halt angry. Aua, du Sack. Die schneiden einen aber auch schön im Weg ab. Besonders bei so einem Dreckraum, wo man sowieso... Egal. Ich habe noch einen Raum voller Herzen. Hust. Ich sollte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wobei mein Fenster zu ist, herkommen. Der Witz ist so schlecht, ey. Da fängt man schon fast an zu fallen. Ach komm, das bisschen Schaden tut mir jetzt auch nicht mehr weh, solange ich jetzt nicht komplett verrecke. Zack, 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 zack. Ein bisschen auf Distanz mal halten, den lieben Herrn. Komisch Typ. Okay. Kriegen eine Box dafür. Da ist immer ein Praktisches drin. Eine Münze, ein Silberherzlein, eine Pille. Puberty. Mach nochmal Puberty. Ich glaube nur Haare, keine Ahnung, vielleicht noch was. Two of Clubs. Unten. A Missing Page. Mal schauen. So, ich schau mal kurz nach. Ich habe ja nebenbei Binding of Isaac Wiki. Also Missing Page. Missing Page. Mal schauen mal danach. Top Secret Room. Nee. Sift Page. Tag. Remember to check what linked here and bla. Hä? Toll! The missing page. Discover found. Hä? Okay, keine Ahnung. Dann gehen wir mal auf Two of Clubs. Machen wir mal eine kurze Wiki-Runde hier. So, was bringt denn der Two of Clubs? Double the number of bombs you currently have. Ach so, praktisch. Das heißt, wenn ich keine habe, kriege ich theoretisch, glaube ich, zwei oder so. Oder eine, keine Ahnung. Und Puberty. Ach so. Ach so, okay, das ist der gleiche Effekt wie Alpha 14 Atem. Auch gut. Schau mal kurz nochmal die Ebene an, okay. Super Geheimraum, Hammer, geil. Geh mal eine Ebene tiefer. Zack. Curse of the Labyrinth, nice. Auch schon wieder ein Geheimraum gefunden. Ich habe ja noch Tür auf Klaps. Also notfalls kann ich mich nochmal bomben. One up, ja nice. Jetzt habe ich sogar noch ein extra Leben, ey. Ganz ehrlich, Leute, ich glaubte, wann... Ach komm, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster. Uah. Mit etwas Glück aber. Okay, Deck of Cards ist ready. Und die haben mich gerade ein bisschen eingefärcht, sozusagen. Ich darf nicht zu schnell sein, sonst laufen sie nämlich von der anderen Seite an, wie man gerade hier schön sehen kann. Boah, ich bin noch übel. Ich mache übelst wenig Damage, Leute. Das geht nicht. Und der Schwarze macht ja, glaube ich, sogar einen Damage, wenn ich mich nicht täusche. So, one tot? Nee. So, aber langsam zerfallen sie immer besser. Die gab es auch noch mit Augen. Ich glaube, die Augen waren schneller, ne? Er macht mir auch noch Schaden. Ich dachte, da kann man so gegenstupsen dann in der Phase. Naja, ich mache auf jeden Fall Deck of Cards wieder an. Zum Beispiel jetzt, was ein bisschen unschlau war. Ich möchte jetzt nicht meinen One-Up verschwenden, das wäre ein bisschen peinlich. Wow.
Okay. Ah. Blöd, sag ich nur. Blöd. Sisters, bringt mich in den Goldraum. Sister Maggie, hi. Wie geht's dir, meine schöne... Ach, Brother Bobby. Oh. Ups. Das ärgert mich ein bisschen sehr mit dem scheiß One-Up. Ich krieg ein One-Up, freue mich voll und sterb dann. Naja. Aber auch so betrachtet geht der Random weiter. Ich mache einfach noch zu wenig Damage, das ist das große Problem gerade. Auf jeden Fall haben wir uns gerade einen Schlüssel aufgespart. Und kriegen noch einen Schlüssel dafür wieder, das ist praktisch. Quadratisch praktisch gut, ne? Madi-Madis? Maden. Ich hasse Maden, echt. Die sehen immer so freundlich aus. Wow. Und schießen quer durch den Raum. Aber mit etwas Strategie kriegen wir es gebacken. Hier haben wir dann so einen Raum, da können wir reingehen. Könnten wir. Mache ich aber nicht, da ich zu wenig Herzen dafür Opfer habe. Weil ich dann ein Herz schon verliere. Lack ab. Begrüße ich nur. Der Hierophant bringt, glaube ich, Silberherzen. Zwei Stück? Praktisch. Quadratisch? Praktisch gut. Knopf. Schleichwerbung. Komm. Brother Bobby ist doch ganz praktisch. Natürlich ist doch praktisch. Er macht ein bisschen mehr Damage mit. So. Ja, MSN Page hat, glaube ich, irgendeinen Off-and-Rent-Effekt. Ich weiß aber nicht welchen. Gut, da ist ja eine Raum, wo man nur mit einem Herz oder so reinkommt. Da kommen dann zwei Bosse oder sowas. Irgendwie so was war das. Diese Kackfliegen, mich aber nicht stören. Theoretisch kann man die auch gut ausweichen. Aber die müssen erstmal nur verrecken. Ja, ja. Wow, immer noch keinen Schaden bekommen. Was geht denn jetzt los? Irgendwas, glaube ich, stimmt heute mit dem Spiel nicht. Ich glaube, das ist verbuggt, weil ich kriege keinen Schaden. Oder eher gesagt, ich kriege so wenig Schaden. Wie schwer haben wir es denn? Entschuldigung, ich muss mal ab und zu schauen. Ich habe nämlich wenig Zeit. Problem ist, ich wollte heute Gary's Mod auch noch aufnehmen, aber irgendwie geht das nicht. Naja, keine Ahnung, was da wieder meine. Stimmt in diesem Teil. Ich glaube, das liegt an ein paar Mods. Keine Ahnung, muss ich nachher mal kurz schauen. Ich habe 4 Schlüsse, aber keine Bombe. Praktisch. Oh, genau, ich habe ja meine eine Bombenkarte doch noch in den einen Raum mit diesen Affen liegen. Egal, wenn ich Goldraum finde, ne, dann mache ich so. Freue ich mich. Was macht denn da? Warum schießen die ganze Zeit nur gegen die Wand? Ist doch voll. Voll. Voll sinnlos. So, ein paar Mal noch antreffen. Ups. Und eine Truhe mit einer Bombe und einem Schlüssel. Schon 5 Schlüssel. Vielleicht finden wir gleich noch den Top-Secret-Raum. Öffnen kurz mit der Bombe. Kriegen noch ein Silberherz, was ich bevorzuge. Nur mal so angemerkt. Gut, lieber ein halbes Herz. Was ist denn jetzt los? Das macht die Missing Page. Ich sitze hier gerade so mit offenem Mund. The fuck? Oh, forever alone. Oh. Jetzt muss ich mir nur noch das Gesicht so vorstellen. So. Hätte ich das jetzt sehen können. Warte, ich brauche noch kurz Tränen. So. So. Nee. ja. Der Run läuft. KFXA und dann haben wir nur noch die letzte Ebene. Auch die wird so übel. Wenn sie Tiefen sind, kann ich es noch verkraften. Aber wenn es. Decks of Cards benutzen. Der Tod. Den benutze ich hier. Ihr könnt mich mal, Leute. Oh, nicht die Karte aufsammeln. So. Gerechtigkeit. Tür auf Clubs benutzt. Ich habe hier 2 Bomben. Praktisch gut. Oh. Deck of Card lädt sich sogar einfach stumpf auf dabei. Cool. Gut, dass sie keine. Boah, wenn sie Teile auch noch mit Spectral Tears geben würde, ne, dann würde ich kotzen. Ah, ich laufe immer zu weit nach rechts außen. Das darf ich nicht machen. Weil sonst strifft er wieder. Ah, der hat mich getrickt. Hier.
So. Meine Missing Pay, meine Dings ist gleich wieder ready. Ach, ein paar Pritz hier. Die mag ich. Die sind zwar übelst kacke. Bei denen verrecke ich auch schön immer. Oh, meine Dings ist wieder ready. Normalerweise bringen die Karten ja immer irgendwas Gutes. Entweder teleportieren sie als Boss. Es gibt, glaube ich, auch eine Karte, die den ganzen Raum zurücksetzt, ne? Also die ganze Ebene. Die möchte ich, ehrlich gesagt, nicht haben. Okay, es war praktisch gegen den Goldraum, ne? Aber ich will kotzen. Mal schauen, was bringt's? Der Moon bringt mich im Geheimraum. Da war ich schon. Gut, ich habe es jetzt aber nur benutzt wegen irgendwelchen Gründen. Obwohl ich wusste, dass sie mich im Geheimraum bringt. Ich dachte, die bringt mich, kann mich im Top-Secret-Raum aufbauen. Naja. Weit gefehlt. Jetzt sterbt doch einer, Mann. Ich mag die Fliegen echt nicht. Komm. Wenn's. Wow, knapp. Ja, jetzt muss ich mich noch durch einen Raum zurückkämpfen. Oder auch nicht. Okay, doch. Scheiße. Hier ist das Gold, der Shop. Shop und so. So. Gut, mit dieser einen Trittkacke kann ich leben und mit den zwei, drei Springspacken. Dank meiner Forever Alone Fliege ist auch ein bisschen auf Distanz für Frieden gesorgt. Oh, ich mag diese Made. Die guckt immer so freundlich, so hm. Ich frage mich, was die Entwickler sich dabei gedacht haben bei diesem Spiel, ohne Witz. Da fragt man sich doch immer, aber den Top-Secret-Raum finde ich auf jeden Fall in dieser Ebene noch. So, hier liegt noch eine Karte. Gerechtigkeit. Ein Bettler. Mit etwas Glück bringt er mir gleich direkt irgendein cooles Extra noch. Ja. Nice, ne? Nice. Nice, aber echt nice. Also wirklich, er freut mich gerade übelst hier. Ein ganzes Herzlein noch ab hier. Ich mag diese Viecher nicht. Hier, komm, friss eine Bombe, Mann, und halt Klappe. Ich könnte auch natürlich mit meiner Forever Alone-Fliege arbeiten, aber... Komm. Der hat mir nur eine Münze gebracht, naja. Soll mir recht sein. Komm. So. Nehmen die Bombe mit. Das Einhorn. Ein sehr schönes Teil. Gut. Gehen wir mal weiter runter. Das sollte so sein. So, immer schön vorsichtig handeln hier. Hände mit Care und so, sag ich nur. Da liegt übrigens eine 5-Münzen-Kacke rum. Zack, kriegen Schlüssel dafür. Haben 3 Bomben. Zack. Nimm sie mit. Einen Nickel bekommen. Gut. Hier ist der Bossraum. Ich werde aber auf jeden Fall den Top-Secret-Duch noch finden. iPhone-Pilz. And Puberty. Noch mehr Pubertät. Schön, schön. Isaac hat schon richtig eine männliche Stimme. Nee, auf jeden Fall, Leute. Uns wird es hoffentlich heute gut ergehen. Ein very guter Hoffnung geht. And I don't want to die tonight. Oh, mit den Teilen kann ich noch leben. 2 von denen ist okay. So. Ganz in Ordnung, ne? So, springen die noch weg. Kriegen dafür 3 Bomben, 2 Bomben wieder. Schön. Ein Raum, wo nichts ist. Ein paar Münzlein, auch gut. Sammeln wir natürlich ein. Da ich so viele Schlüssel habe, werde ich gleich auch im Shop nehmen. Zack. Zack. Ich liebe dieses Geräusch von diesem ultra-geheimen Raum.
Womit sich das wieder bestätigt hat, dass es nicht nur beim Bossraum ist, in der Nähe ist. Ah ja, hier kann man noch Sachen reinschmeißen. Was haben wir denn hier? Two of Spades. Verdoppelt, glaube ich, eine Schlüssel. Genau. Gut, 10 Schlüssel. Schmeißt ein bisschen was rein. Nix. Kriegen eine Karte dafür. Two of Spades. Jetzt haben wir 20 Schlüssel. Alter. 20 Schlüssel. Herrlich. Noch eine Karte. Der gehängte Mann, einen Raum lang fliegen. Auch praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Pi antreten müsste. We will all die one day. Das stimmt. Eines Tages werden wir alle Schinken bekommen, was? Kriegen noch ein Silberherz dafür. Ohne Witz, das lohnt sich doch echt. Ask the game later. Okay, frage ich jetzt. We will all die. Ja, ich weiß. Give up. Nein, ich gehe niemals auf. Und kriegen noch den Mushroom. Mushroom, was macht der nochmal? Liberty Cap. Ne, ich nehme lieber die Missing Page, weil die hat Chance, wie ich gerade gesehen habe, auf irgendwas richtig Üblem auf jeden Fall. You are worship as Sun God. Hm. Wie wir euer. Ja. Kriegen nochmal Ace of Spades. Alter, wollt ihr mir irgendwie hier verarschen? Geh raus. Ich gehe niemals raus. Ja. Schade. Aber gut. Zwar war das jetzt ein bisschen Verschwendung, das Geld, da ich eigentlich das hätte hier im Shop ausgeben können, aber war eh nur eine Natzgruppe. Natzkacke hier. Mein Gott. Ja, grün, ich hab eh kein Geld. Und jetzt? Komm schon, Mann. Forever alone, Mann. Hallo. Er spawnt Spinnen. Ey, du bist so eine kleine Ratte. Kamikaze-Spinnen, ohne Scheiß. Die springen so irgendwie rum. Denken sich nur, hey, guck mal, wie cool. Und haben somit wenigstens unser Dings alles wieder rausgeholt an Geld. Und gehen nochmal zurück zum Automaten. Einfach so. Arcade-Room haben wir ja nicht auf der Ebene, glaube ich. Wie lange nehme ich schon eigentlich auf? Ich glaube, eine Weile. Ach komm, ich gehe zum Boss. Habe Hanged Man und all den guten. Den guten alten Hanged Man. Sehr schön, Leute. Wirklich, ich freue mich gerade echt. Wenn ich jetzt die beiden Bosse besiege, dann bin ich schon in den Tiefen. Und in die Tiefen lauert als Boss Isaac. Oder eher Isaac Mutter. So. Soll mir recht sein. Kriegen noch mal einen Schuh zwischendurch. Range up, ne? So, lalalalalala. Immer einen nach dem anderen besiegen. Soll ich in den Raum fliegen? Hm, nee, ist nicht. Ein paar Maden. Ich darf mich nicht so aus dem Fenster lehnen, habe ich das Gefühl. Das habe ich, glaube ich, aber gerade auch schon gesagt, bevor ich verreckt war. Genau wie mit dem Rot-Mushroom. Kack. Level up, meine ich. Rot-Mushroom war das nicht. Das war was anderes. Egal. So. Was macht er denn da? Hä? Kann er nicht über Steine normalerweise fliegen? Komisch. Oder mich gerade nur, weil er sich da vorhin in die Ecke verfranst hatte. Egal, solange ich jetzt nicht hier gleich auf Gertie Junior treffe, ist alles okay. Leben ab. Ich bevorzuge Leben ab gerne. Ich hole mir noch kurz das eine Herzleim. Ich glaube, ich kriege ja auch schon voll Herzbrochen hier. Wenn jetzt gleich noch so ein Billigboss kommt, dann freue ich mich aber echt hier wie so ein kleiner Junge. So, haben wir jetzt 5 Herzleim. Das ist praktisch. Hätte ich den Bettler nicht bestochen, hätte der mir bestimmt niemals. Der gehängte Mann, was haben wir denn noch? Der Magik kann. Okay, das ist ja eigentlich nur mit diesen Verfolgungsschüssen und so was, ne? Puh.
hole ich mir gleich, wenn... Ja gut, Schabi braucht man ja fliegen. Quotus. Lohnt er mit Spectral Tears? Dann könnt ihr mich schön in die Ecke schön... Könnte schön gemütlich das abknallen. Naja. Oh. Chubby ist lieb, oder? Hat Chubby nicht auch in Super Meat Boy mitgespielt? Oder war das jemand anderes? Ich glaube, war Chubby, der mit Super Meat Boy gespielt hat. Naja, da war doch diese eine Szene mit dem Wasser. Keine Ahnung, was das wieder war. Ach, egal. Ich habe ja noch hier ein Herz irgendwo in der Ebene rumfliegen, von daher kann ich mich nochmal gleich heilen. Wobei ich Chubby eigentlich nicht so schlimm finde wie die kleinen Maden. Die kleinen Maden sind immer total viele. Und die sind übel. Scheiße. Gut, Chubby hat mir meine Herzlein wieder gegeben praktisch. The Airball, Teaser. Sehr schön. Hanged Man, und was haben wir noch? Der Magizikan, okay. Mann, sehe ich gut aus. Mann, sehe ich schön aus. So, sehr schön. Letzte Ebene, meine Freunde. Letzte Ebene. Letzte Ebene. Die Tiefen, jawohl, da freue ich mich doch. Cool, ein Geheimraum direkt hier dran, auch praktisch. Aber es natzt mich schon wieder, dass Greed hier ist, ey. Das riecht mich voll auf, ohne Witz, Leute. Wow, in der Tastatur abgerutscht. Na komm, Sack, 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 ja. Sackgesicht meine ich. Warum hab ich immer so Probleme mit dem Kackweed? Ohne Witz. Oh, kriegen noch Nickel wieder. Das nützt uns jetzt aber auch nichts mehr. Ich hoffe, Sache, wir finden noch einen Spielautomaten oder sowas. Und benutzen unsere letzte Bombe für den Geheimraum. Hä? Der Tod nehme ich erstmal vorrangig mit. Kann ich einen Raum instant killen oder warte, nee, besser für... Den Tod halte ich mir besser für Mom auf, genau, ist doch gut. Sollte ich bis nach Mom noch kommen. Den kleinen Bettler da, den kann ich leider nicht bestechen. Aber wir haben hier einen kleinen Bücherraum mit zweimal Telepathy für Dummies. Ich bleibe bei meinem Deck of Cards, ehrlich. Diese Drecksteile ohne Witz, ey. Ich kümmere mich gerade ein bisschen mit Forever Alone Fliege. Fuck, ey. Ey, seit wann rennen die denn noch in meine Laufrichtung? Oh Leute, jetzt habe ich ein Problem. Naja, nicht wirklich. Okay, eigentlich schon. Ich habe nur noch ein Herz. Aber die Forever Alone Fliege macht ihren Tribut. Verpisst euch! Fuck, ich habe nur ein halbes Herz, Mann. Na komm, heute muss ich es schaffen. Guck mal, das sind nur billige Gegner. Also Isaac, bitte, ich bitte dich. Was macht er denn da? Er weicht auch noch mir aus hier. Da guck, die kriegt man gar nicht am Kopf erwischt, weil die stimmt. Oh, fuck. Ach, naja, Leute, danke fürs Zusehen von The Binding of Isaac. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.